liebe Gabelstaplerfahrerin. Meine Herren, Sie haben nun während Ihrer Ausbildung bewiesen, dass Sie einen Gabelstapler in der Theorie wie auch in der Praxis beherrschen. Und deshalb freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie alle die Prüfung bestanden haben. Und nun möchte ich Ihnen Ihre Fahrausweise für den innerbetrieblichen Werksverkehr aushändigen. So, da hätten wir Herrn Bassek. Das ist Klaus. Klaus hat soeben erfolgreich seine Prüfung zum Führen von kraftbetriebenen Flurförderzeugen, auf gut Deutsch Gabelstaplern, abgeschlossen. Er ist nun einer von über 37.000 speziell ausgebildeten Fachkräften in Deutschland, die sich mit Fug und Recht Gabelstaplerfahrer nennen dürfen. Guten Morgen, Klaus. Jetzt wird es also ernst. Dein erster Tag als Gabelstaplerfahrer kann beginnen. Und was macht ein Gabelstaplerfahrer als allererstes? Richtig, den Rundumcheck. Denn ein sicheres Arbeitsgerät ist die Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten. Sind die Bremsen in Ordnung? Funktioniert die Hubeinrichtung einwandfrei? Wie sieht es mit dem Lenkungsspiel aus? Alles in Ordnung? Na, dann kann's ja losgehen. Start frei. Zur Sicherheit aller sind getrennte Fahr- und Gehwege, besonders an den Hallen-Ein- und Ausgängen, angelegt. Doch Vorsicht! Leider gibt es immer wieder Kollegen, die sich nicht an die vorgeschriebenen Fußwege halten und damit sich selbst und andere in Gefahr bringen. Na, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Deshalb auch bei getrennten Fahr- und Gehwegen stets auf Fußgänger achten. Ah, da wartet auch schon ein Kollege. Moin Klaus, Glückwunsch zum Staplerschein. Vielen Dank. Ich muss da oben meine 16er-Kommission. Kannst du mich kurz hochfahren? Aber Klaus, du weißt doch, das Anheben von Personen auf den Gabelzinken ist nicht erlaubt. Nee, du, kann ich nicht machen, ist zu gefährlich. Mensch, guck doch mal. Nehmen wir hier die Palette und dann ist das total sicher. Ah, der Kollege hat eine Lösung gefunden. Aber vorschriftsmäßig ist auch das nicht. Im Gegenteil. Und schon passiert es. Die Palette kippt, Verlust des Gleichgewichts, Absturz. Deshalb niemals Personen auf den Gabelzinken anheben. Bei besonderen Einsätzen eine speziell gesicherte Hubarbeitsbühne verwenden. So Klaus, dann lass uns die Kommission mal fachgerecht ins Hochregal einstapeln. Den Gabelstapler vor der Stapelfläche in Position bringen, Gabelzinken einführen und die Last anheben. Sag mal, hast du mein Messer irgendwo gesehen? Ah. Wo habe ich das bloß hingelegt? Dann langsam vorfahren und die Last absetzen. Mittag! Mahlzeit! Na Klaus, dann wollen wir mal wieder. Was will er nicht? Lass mich mal, ich kenne mich aus mit sowas. Augenblick mal, Klaus. Erinnerst du dich? Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen. Also nicht selber fummeln und auch keine Dritten fummeln lassen. Was denn? Wegen so einer Kleinigkeit? Man hat da schließlich keine zwei linken Hände. Und
deshalb niemals versuchen, technische Mängel selbst zu beheben. Stattdessen die festgestellten Mängel umgehend Ihrem Vorgesetzten melden, der fachkundiges Personal anfordern wird. So, Stapler wieder in Ordnung. Und ab geht's zur nächsten Kommission. Richtig, Klaus. Besonders bei rutschgefährdeten Gegenständen ist es wichtig, dass die Last gleichmäßig auf den Gabelzinken verteilt wird. Aber Klaus, findest du nicht auch, dass du so eine Art von Last gegen Verrutschen oder Herabfallen zusätzlich sichern müsstest? Deshalb, alles, was leicht ins Rutschen geraten kann, steht sicher. Am besten mit speziellen Spanngurten umschnüren. Besonders in metallverarbeitenden Betrieben gibt es häufig Bereiche mit erhöhtem Lärmpegel. In derartigen Bereichen sollte unbedingt ein entsprechender Gehörschutz getragen werden.